Patrick Hubert, die sind das Jahr den Oktavprediger. Was bedeutet Oktav ganz konkret für euch? Was ich für dich mal Kindheitserinnerungen natürlich, ich denke, wie nach für die meisten letzten Jahre. Und dann ist aber eine Kontinuität. Also außer den paar Jahren, wo ich zu Rom studiert habe, war ich bis nach all Jahr an der Oktav. Und sind da durch Geistliche sind, habe ich dann noch mein Leid, mein Paare begleitet. Und das waren eigentlich immer ganz schön und intensiv Momente. Er predigt den Huderinner Thema gestalt, Spes Nostra, Zeichen von Hoffnung. Und die beruft sich dabei auf den Papst Franziskus. Was ist Ihre Kernmessage? Ja, ich denke, der Herr Erzbischof hat als großes Thema eben die Hoffnung vorgehen am Rückgriff auf die Satz aus dem Papstlichen Schreibes, lost ihr Hoffnung nicht holen. Und ich habe dann daraus gemacht, Zeichen voll Hoffnung. Und interessant ist ja eigentlich auch zu sehen, dass mit der Masse von unserer Trächterin immer der Ruf aus dem Aufhangsgesang verbunden als Avis bes nostra, sief gegräßt, du als Hoffnung. Dafür wollte ich mal gucken, ja, was heißt das eigentlich, wenn man Maria als Hoffnung rufen, mir war das da eigentlich Hoffnung zu kur. Und ich denke, Hoffnung als etwas, was heute immer mehr, sowohl an der Kirche, aber auch an der Gesellschaft, ein Mangel wäre. Als viele Menschen haben eine gewisse Hoffnungslosigkeit an sich, gesagt, ja, leider auch, dadurch, dass es ganz viel Suizide gibt. Ich meine, das ist der schlimmste Ausdruck von der Hoffnungslosigkeit, wenn der Mensch absolut nicht mehr weiter weiß. Und dann zu gucken, ja, wo gehen die Menschen, die aber voller Hoffnung sind? Was tun die Menschen noch für Eis, Haut, Zeit zu Lützeburg zu sehen? Dafür habe ich dann für die 14 Predigten ein Party von so Zeilen ausgewählt. Und ich denke, die Grundbotschaft soll sein, Hoffnung gibt Haut, an Herzen von vielen Menschen, an Hoffnung kann doch an eisem Herzen, an eisem Leben gehen. Du hast gesagt, an diesen unsicheren Zeiten für die Kirche, für die Gesellschaft, aber auch für viele Einzelleute, gibt es gut Gründe, für Hoffnung zu haben und Hoffnung nicht abzugehen. Du hast Hoffnung als ein Durend beschrieben. Was muss ich dich darin vorstellen? Ja, die klassische Theologie, die sieht ja mal für dich, dass Hoffnung ein Kado ist. Zusammen mit dem Glauben, der man lebt, also die theologisch durend. Und das sieht, dass es vom Herrgott geschenkt, als quasi bei einer Dave an Herz gelöscht. Aber wisst ihr, ich weiß nicht, wie es mit der Kado geht, heinz so kriegt ihr so Sachen, die packt ihr mal nicht aus, die stellt ihr an den Neck. An uns Christen also eben die Kadur vom Herrgott auch auszupacken, so an unserem Leben fruchtbar zu machen, wursen zu dienen. Und durend, von der Hoffnung als etwas, was immer auf Zukunft ausgerichtet ist. Eigentlich sieht sie Gott als Zukunft. Gott wird letztendlich all vierdem an der Hand. Und dafür können wir uns engagieren. Gott will als Welt nicht ohne als Menschen abrichten, verbessern, gestalten. Wir machen uns und durch uns. Aber hinaus letztendlich stehen, bei dem alles wird zusammenlaufen, hinaus letztendlich das Ziel, ob das alles zusteuert. Das ist, Mensch, ganz kurz gefasst, den Inhalt von der christlichen Hoffnung. Können die also pur von denen Zeilen nennen, die die an den nächsten zwei Wochen wird vorstellen? Mit Ausnahme von Abraham, einer ganz tiefer, wichtiger biblischer Gestalt, und mit der Teresa von Avila, der ihre 500. Geburtstag Kirche des Jahr feiert, sind alle gute Gestalten aus der rezenten Vergangenheit. Menschen, die entweder für kurzem von der Kirche seelisch gesprach oder hellisch gesprach gaufen, oder aber mal nach nütz. Wir haben hier zum Beispiel einen sizilianischen Pastor von Palermo, der 1993 von der Mafia erschossen ist, weil er sich für die Jugend aus seinem delabrierten Quartier angesagt hat und den Menschen so neue Hoffnung, ganz konkret auch am Sozialen, gegeben hat. Wir haben hier Chiara Badano, der für ein paar Jahre an Knochenkrebs gestorben ist. Eine junge Frau von 19 Jahren, die eine enorme Hoffnung an ihrem Herz hat, an so mit der Krankheit und noch mit ihrem Tod umgegangen ist. Eine ähnliche Gestalt, die mir persönlich ganz viel bedeutet, ist der frühere Kardinal von Chicago, Joseph Bernardin, der ein Buch geschrieben hat, für jemanden, der falscher Uklo, wegen sexueller Missbrauch, und du noch wegen einer Krebserkrankung, die letzte Moment für seinem Leben gelebt hat. Den Titel von dem Buch schreibt schon direkt die wichtige Message aus, Geschenk vom inneren Frieden. Und zum Beispiel auch der Christian de Chergé, den der Prior war von den sieben Mönchen von Tiberin, einem algerischen Kloster, die von islamistischen
Extremisten 1996 umbrucht gesehen. Also ein ganz Party modern, aber ganz interessant gestalten. Die Zeilen, die dir vorstellt, sind remarkable Personalitäten und charismatische Figuren. Was können wir von diesen Zeilen lehren, respektive was das Ehrenmessage und Leid, die an die Kathedrale kommen? Kommt an die Oktave oder lässt die Predigten über die Katholelu, da geht er mehr. Patrick Hübert, wie hat ihr euch auf die Aufgabe als Oktavpredigter vorbereitet? Also ich war zweimal ein paar Tage, hatte ich mich an ein Kloster zurückgezogen, für zu lesen, für zu bieten und dann noch echt Noten zu holen. Aber dann die Redaktion aus sich, die ist da die letzten Wochen geschieht, neben dem Normalen. Und du hast da schon ein bisschen schwierig, die nötige Zeit an der Paar rauszuschlagen. Aber ich sehe den am besten in der Drucker schaffen, von daher ist das dann noch nicht schlimm. Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Wie er mich gelesen, wie er mich nur gedurcht, gebiert? Wie sie dazu ihren Ideen und zu ihren Personagen kommen, die die uns präsentiert? Ich habe Moni an den Tata, die selber kein Kanner haben und die dafür immer auf den Kloster alle guten Nöwen und Niesen invitiert haben und denen Kado gemacht haben. Und das muss so am 5. 6. Schuljahr gewesen sein, da konnte ich von hinten so ein hellisches Lexikon geschenkt. Und in der Zeit interessiere ich mich persönlich, bloß noch immer all die Jahre, für Gestalten von Glauben. Und ich lese oder heutzutage auch im Internet gehen, denke ich, die Bloggen oder auch Homepagen, ich werde so gestalten. Und dafür hatte ich eigentlich der Schwa von den 14 Gestalten relativ sehr gemacht. Und ja, du hast natürlich darum gegangen, noch ein bisschen hier oder dort zu lesen, Bücher rauszusichern und zu verdäven und dann Noten zu holen. Eine letzte Frage, Patrick Hübert. Die Predigt an der Oktave, die sieht aber auch als geistlichen und als glaubliche Christ hier. Gibt es da den einen oder anderen Moment, den ich besonders wichtig als an der Oktave? Also Zinter, dadurch geistlich sind, ist für mich immer der wichtigste Moment, die Oktavmass von meinen Paaren. Das ist immer so, wie wenn eine Familie gibt, an das Haus von der Mom kommen. Und da kommen noch Leute, mit die nicht so immer sonst an der Mass gesagt. Das fand ich immer ganz impressionant, wenn in der Juve steht, die Mass hält, ein Gesicht, ein Gesicht, wo man sich denkt, oh, hey, guck, den ist auch da. Und ja, dann noch die verschiedenen Dörfer, die verschiedenen Ortschaften, die zusammen hier an der Kathedrale zusammenfangen, das ist eigentlich immer ganz schön. Ich muss sagen, ja, das ist für mich der wichtigste Moment. Was sonst noch immer auch ganz wichtig ist, dass Krankenwallfahrt, wo ich die letzten Jahre noch meistens dabei war, für das Sakrament von der Krankensalbung zu spenden. Das ist als geistlich noch ein schöner Moment, wo ich wirklich so einen Kanal von der Leib, von der Zärtlichkeit vom Herrgott kann sein.